Lernen, notieren, mitschreiben und zusammenfassen, die Cornell-Methode. Jeder kennt die Situation, man möchte sich in der Schule, an der Universität Gehörtes und Gelesenes merken. Man vergisst das einmal, Gelernte, aber leider sehr rasch wieder. Hermann Eppinghaus, lebte von 1850 bis 1909, war einer der ersten Psychologen, der sich mit dem Vergessen von bereits Gelernten beschäftigt hat. Eppinghaus stellte fest, dass in der Regel Menschen, die sinnlose Silben wie zum Beispiel J, Lur und Fop auswendig lernen, bereits nach etwa 20 Minuten beinahe die Hälfte dieser sinnlosen Silben vergessen. Nach einem Tag werden von den Menschen dann etwa 70% dieser sinnlosen Silben vergessen. Inhalte, die für uns einen Sinn darstellen, von uns also verstanden werden, können wir uns im Vergleich zu diesen sinnlosen Silben wesentlich länger merken. Eine Möglichkeit, sich etwas länger merken zu können, Inhalte also besser zu verstehen, ist die sogenannte Cornell-Methode. Und diese Cornell-Methode möchte ich dir jetzt etwas näher vorstellen. Mit der Cornell-Methode können unter anderem die Inhalte einer Unterrichtsstunde, einer Vorlesung an der Uni, eines Videos oder auch eines Buchkapitels oder eines ganzen Buches zusammengefasst werden. Wenn du jetzt einen Text zusammenfasst oder in einer Unterrichtsstunde mitschreibst, hörst du nicht nur passiv zu, da du dich selber aktiv mit einem Thema wie zum Beispiel dem Körperbau des Menschen beschäftigst. Und wenn das der Fall ist, wenn du aktiv also zuhörst, spricht man in diesem Zusammenhang vom sogenannten aktiven Lernen oder auch aktiven Zuhören. Wenn du selber Fragen zu einem Thema stellst und zu beantworten versuchst, förderst du deine eigene Aufmerksamkeit und auch Konzentrationsfähigkeit. Erfinder, der nach der US-Universität Cornell in Ithaca im Bundesstaat New York benannten Methode, ist Walter Pauk. Walter Pauk war als Professor an dieser Cornell-Universität entsetzt, dass viele der Zuhörerinnen und Zuhörer seiner Vorlesungen nach einer gewissen Zeit einen großen Teil der von ihm vorgetragenen Inhalte, sprich seine Vorlesung, nicht mehr wiedergeben konnten. Und deshalb überlegte sich Walter Pauk eine Art und Weise, wie seine Studentinnen und Studenten in der Vorlesung effizient mitschreiben und anschließend dann die notierten Inhalte zusammenfassen und lernen können. Diese Cornell-Methode von Walter Pauk wird mittlerweile weltweit an vielen Schulen und Universitäten von Lehrenden und Lernenden eingesetzt. Wie notiere ich jetzt etwas mit dieser sogenannten Cornell-Methode von Walter Pauk? Notizen können mit Hilfe der Cornell-Methode auf Papier, unter anderem in Form eines Notizblockes oder auch loser Blätter, angefertigt werden. Man kann auch Textverarbeitungssoftware wie LibreOffice, Writer, OpenOffice Writer und Microsoft Word, digitale Notizbücher wie zum Beispiel von Microsoft OneNote oder Online-Textverarbeitungen wie Google Docs verwenden, um eben Notizen mit Hilfe des Computers zu erzeugen. Ich habe hierzu bereits Videos auf YouTube veröffentlicht. Immer, wenn du beginnst, zu einem Thema etwas zu notieren, solltest du mit einem neuen Blatt starten. Oder mit einer Textverarbeitung solltest du eben ein neues Dokument öffnen. Das Notizblatt oder das Dokument kann in 4 Abschnitte unterteilt werden. Beachte hierzu die hier eingeblendete Abbildung. In der hier dargestellten Reihenfolge, ich habe das hier durchnummeriert, werden auch die Inhalte dann in dieses Blatt, in dieses Dokument eingetragen. Gleich zum ersten Bereich. Das ist der Titel- und Thema-Bereich oben auf der Seite. Hier trägst du zuerst das Thema der Unterrichtsstunde, der Vorlesung oder des Textes ein. Um später deine Notizen besser ordnen zu können, solltest du in diesem Titelbereich auch ein Datum, wie zum Beispiel jenes der Unterrichtsstunde oder der Vorlesung, eintragen. Zu
vom zweiten Bereich, dem Notizenbereich. Der befindet sich hier rechts auf der Seite, rechts im Dokument. Und dieser Bereich beträgt etwa 2/3 der Seitenbreite. Also ein sehr großer Bereich. Hier trägst du während des Unterrichts, der Vorlesung oder während des Lesens eines Textes alle deine Notizen ein. Versuche den Inhalt, mit dem du dich beschäftigst, mit deinen eigenen Worten hier einzutragen. Man nennt das auch im Fachchinesisch Paraphrasieren. Du drückst also den Inhalt, den du gerade gelesen hast, mit eigenen Worten noch einmal aus. Du findest deine eigene Sprache. Und damit du rascher etwas notieren kannst, solltest du keine ganzen Sätze niederschreiben, sondern zum Beispiel Abkürzungen verwenden, wie zum Beispiel ZB für zum Beispiel. Gestalte deine Notizen vor allem auch übersichtlich, indem du zum Beispiel Überschriften einfügst, Aufzählungen, Unterstreichungen und Zeichnungen verwendest. Notiere dir auch Fragen zu Inhalten, die du noch nicht verstanden hast. Wenn dir also etwas unklar ist, schreib dort in diesem Notizenbereich gleich deine Frage ein, die dir gerade in diesem Moment gekommen ist. Später hast du sie dann vielleicht wieder vergessen. Und natürlich schreibe so leserlich, damit du deine Notizen später auch gut und vor allem auch gerne lesen möchtest. Es helfen dir keine Notizen, die du gemacht hast, wenn du sie später nicht entziffern kannst und wenn du sie später nicht gerne lesen möchtest. Nun zum dritten Bereich, den Stichwortebereich, der befindet sich links auf der Seite. Dieser Bereich beträgt etwa 1/3 der Seitenbreite. Nachdem du dir eben den Notizenbereich möglichst genau, Stichwort Vergessenskurve, noch einmal genau angeschaut hast, trägst du jetzt in diesem Stichwortebereich, in diesem dritten Bereich, unter anderem besonders wichtige Begriffe, Wörter zu diesem Thema ein, die du vorher im Notizenbereich zum Beispiel gesehen hast. Und wenn du schon einmal Mindmaps erstellt hast, wirst du erkennen, dass du die Stichwörter, diese Wörter, die du hier eintragen sollst in diesem Stichwörterbereich, den Oberbegriffen einer Mindmap entsprechen. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, mehrere Fragen in Bezug auf deine Notizen zu stellen. Und falls es dir schwerfallen sollte, Fragen zu finden, kannst du natürlich die sogenannten W-Fragen, zum Beispiel wozu, wer, was, wie, warum, wo, wohin verwenden. Wenn du jetzt ein Buch zusammenfasst, kannst du jetzt in diesem Stichwortebereich auch Überschriften aus dem Text übernehmen. Jetzt kommen wir zum letzten Bereich auf diesem Zettel, in diesem Dokument. Der befindet sich ganz unten, das ist der Zusammenfassungsbereich. Und in diesem Bereich, unten eben auf der Seite, trägst du möglichst bald, und wiederum das Stichwort Vergessenskurve, also man sollte das schon möglichst bald machen, trägst du dort ein, was du als besonders wichtig für das Verständnis dieses Themas erachtest. Und du solltest in diesem Zusammenfassungsbereich nicht mehr als 3 bis 4 Sätze eintragen. Also nicht wieder alles abschreiben, was du oben schon gehabt hast, sondern bemühe dich wirklich alles in 3 bis 4 Sätzen zusammenzufassen. Und diese Cornell-Methode kennt auch 5 sogenannte Regeln des Notierens und Lernens. Und du kannst dir die 5 Regeln anhand des hier ebenfalls hier eingeblendeten Beispiels einer Cornell-Notiz, nämlich zum Thema Geschichte, Einleitung, Einführung in die Geschichte, durchdenken. Die ersten beiden Regeln beziehen sich auf die Art und Weise des Notierens. Erstens, Record ist das englische Wort für Aufschreiben bzw. Eintragen. Record steht in der Cornell-Methode dafür, möglichst umfangreiche und gut gegliederte Anmerkungen im Notizenbereich, das war dieser zweite Bereich, den wir da gehabt haben, also der rechte Teil, der 2/3 der Seitenbreite einnimmt, einzutragen. Dann sind wir beim englischen Begriff Reduce, das ist die zweite Regel, und dieser Reduce steht dafür, die eigenen Notizen, das was du eingetragen hast, auf das Wesentliche in Form besonders wichtiger Begriffe, Fragen und Überschriften zu reduzieren. Das ist also das, was du dann im Stichwortebereich einträgst. Und darüber hinaus sollte es natürlich auch möglich sein, das Wesentliche in jenen 3 bis 4 Sätzen niederzuschreiben, die du dann ganz unten auf der Seite im Zusammenfassungsbereich einträgst. Und die Regeln 3 bis 5, die jetzt dann kommen werden, beziehen sich dann darauf, wie du möglichst effektiv anhand der Notizen dann auch tatsächlich etwas lernen kannst. Diese dritte Regel, heißt dann Recite, ist das englische Wort für Wiedergeben. Und die Cornell-Methode empfiehlt hier die klassische Teste-dich-selber-Vorgehensweise. Das bedeutet also, dass du den Notizenbereich auf der rechten Seite abdeckst. Du kannst dich erinnern, das ist dieser Bereich, der zu 2/3 die Seite abdeckt. Du deckst diesen Bereich ab und anhand der Fragen, Begriffe und Überschriften
Aus dem Stichwortebereich, also im linken Bereich der Seite, versuchst du wieder den Inhalt wiederzugeben. Dann kommen wir zur vierten Regel, Reflect. Und Reflect steht dafür das englische Wort für Nachdenken. Heißt überlegen, heißt auch reflektieren. Und man sollte nicht nur Inhalte auswendig lernen, sondern sich tatsächlich um ein echtes Verständnis, Verstehen des Themas bemühen. Und so muss man eben überlegen, welche der von dir notierten Begriffe besonders wichtig für das Verständnis deines Themas sind und welche Zusammenhänge es zum Beispiel zwischen den einzelnen Inhalten, die du notiert hast, geben könnte. Und es ist immer wieder sehr wichtig, sich selber dann auch zu fragen, was man über das Thema noch nicht weiß und welche möglichen Fragen ich noch nicht beantwortet haben könnte. Und diese Fragen stehen natürlich nur dann, wenn ich über den Stoff, über das Thema nachdenke. Der englische Begriff Reviewing, jetzt sind wir bei der fünften Regel, steht dann für das nochmalige Durchsehen und Durchdenken der eigenen Niederschrift. Und in diesem Sinne geht es immer wieder darum, letztlich die beiden vorangehenden Regeln, Recite und Reflect, zu befolgen. Ich hoffe, dir mit diesem Video über diese Cornell-Methode geholfen zu haben. Ich kann es dir nur empfehlen, ich weiß aus eigener Erfahrung, auch in Arbeit mit Lernenden, dass sie damit sehr gut lernen können. Viel Glück und viel Erfolg beim Anwenden dieser Cornell-Methode. Danke für deine Aufmerksamkeit.